Ich habe als Bildhauer gestartet. Also ich habe Bildhauerei studiert an der Kunsthochschule in München von 99 bis 2003. Ich habe beim Olaf Metzl studiert und eigentlich das Anliegen war immer die Skulptur. Und die Fragestellung war immer, was Skulptur heute sein kann und wie man die so ein Stück weiterbringen kann und wie man die auch um bestimmte Elemente erweitern kann. Also Akustik, Geruch, Sound und wie eigentlich eine Skulptur einen Raum vereinnahmen kann und ihre Präsenz im Raum behaupten kann. Die Arbeiten, die wir hinter uns sehen, sind tatsächlich Knäuel aus Tau, aus Hanfseilen, also ganz klassisches Material, maritimes Material. Und die quasi als Knäuel irgendwie Gehirnen ähnlich sind oder diese nachstellen. Und das war wie so oft eigentlich eine relativ spontane Geschichte. Irgendwie man hängt so einem Gedanken nach, wird den irgendwie nicht mehr los, schläft damit ein, wacht damit auf. Und dann war irgendwie die Assoziation davon, diesem Tau, so diese Endlosigkeit von so einem Gedanken, von so einem Moment, der sich aufwickelt und auch so diese Schwere des Materials, die eigentlich auch so eine Assoziation der Schwere des Gehirns sein kann in dem Moment. Und die sind eigentlich sehr einfach gemacht. Also es sind tatsächlich aufgewickelte Taue, die nur mit Schrauben fixiert sind und auf Ständern stehen, ähnlich wie so wie ein Globus zum Beispiel oder wie so ein Exponat in einer naturwissenschaftlichen Ausstellung. Ich glaube, das ist schon was, was mich eigentlich immer interessiert. So die Leichtigkeit, die Unmittelbarkeit, die Transformation von einem bestehenden Material, von einem bestehenden Ding, was eine bestimmte Geschichte hat, einen bestimmten Nutzen hat, eigentlich für eine andere Sache verwendet wird als für ein Kunstwerk und was eigentlich umgenutzt wird, transformiert wird mit all seiner Bedeutung in ein neues Objekt und dadurch diese Bedeutung von dem alten Gegenstand mit eingebracht wird in die Skulptur. Und ich mag, dass die halt einfach so schnell gemacht sind, relativ rotzig sind und eben diese Leichtigkeit haben, aber trotzdem irgendwie eine bestimmte Frage aufwerfen oder eine bestimmte Geschichte erzählen. Ich glaube, zunächst ist immer eine Idee oder ein Bild. Und dann suche ich mir eigentlich das entsprechende Material. Und jede Idee bedingt eigentlich sein Material und auch seine Größe. Und auch der Ort, an dem so eine Arbeit ausgestellt wird, prägt natürlich die Größe von einer Arbeit, die dafür entsteht. Aber prinzipiell würde ich nie ein Material ausschließen, was ich verwenden würde. Also ich glaube, es kann alles in Frage kommen, wenn es irgendwie zur Arbeit irgendwie in einer gewissen Art und Weise beiträgt. Und meistens sind es eigentlich Fragestellungen so des alltäglichen Lebens, die mich begleiten. Und ich glaube eigentlich, die größte Inspirationsquelle ist eigentlich das Leben selbst und eigentlich die Fragen, die mich so in meiner momentanen Entwicklung beschäftigen. Die Zeit oder die Zeitlichkeit ist, glaube ich, so ein wichtiger Faktor. Irgendwie die Vergänglichkeit spielt irgendwie eine wichtige Rolle. Die Präsenz im Raum von einer Person, von einer Skulptur, wie verhält sich eine Person in einem Raum, wie agiert die, wie kommuniziert sie, wie dehnt sich die aus im Raum, welchen Raum nimmt sie ein. Es gibt so ein ganz schönes Zitat von Andy Warhol, was mich immer eigentlich sehr, oder was viele Arbeiten geprägt hat, der gesagt hat, ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, will aber genauso viel Raum einnehmen wie eine laute oder extrovertierte Person. Und aus dem Grund trage ich sehr viel Parfum auf, um eine große Präsenz im Raum zu haben und um mich im Raum auszudehnen. Und ich glaube, einige Arbeiten schlagen zum Beispiel in diese Kerbe. Also zum Beispiel auch die Arbeit hier, das ist eine Faust, die wir morgen in der Ausstellung sehen werden, die von einem Motor angetrieben ist und permanent gegen die Wand hämmert, quasi ein
eine Bewegung, auch ein Akt der Aggression, aber über diesen permanenten Rhythmus, der dadurch entsteht, behauptet die Arbeit ihre Präsenz im Raum und nimmt den Raum für sich in Anspruch. Es wird auch eine Zeitlichkeit dadurch generiert. Und ich glaube, das hier ist so eine Arbeit, die eigentlich die Arbeiten hier im Raum so alle verbindet. Ich glaube, die Kunst war immer was sehr Selbstverständliches in unserer Familie. Also ich bin in einer sehr kunstinteressierten Familie aufgewachsen. Zum einen in einer eigentlich Handwerkerfamilie. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater hatten einen Steinmetzbetrieb in Bayern. Also drum war irgendwie dieses Machen mit den Händen, Verformen von Material immer sehr präsent. Also ich habe mich sehr viel Zeit in meiner Kindheit in der Werkstatt aufgehalten und habe so Sachen gebaut und gebastelt und so. Und zum anderen hat mein Vater nach seiner Steinmetzausbildung in München seine Meisterausbildung gemacht und hat währenddessen Jungs von der Kunstakademie kennengelernt und ist mit denen Aktzeichnen gegangen. Und er fand es ganz gut da und hat sich dann an der Kunstakademie beworben, hat 1979 sein Diplom gemacht in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Und aus dem Grund gab es eigentlich immer ein Interesse in der Familie für zeitgenössische Kunst. Also solange ich mich erinnern kann, haben wir Ausstellungen besucht in sämtlichen Städten. Also ich war mit 4, 5 Jahren auf der Documenta in Kassel, auf den Skulpturenprojekten in Münster, in Venedig auf der Biennale. Und die Kunst war eigentlich immer was sehr Selbstverständliches, was so mein Leben begleitet hat. Und als dann so nach dem Zivildienst irgendwie die Berufswahl anstand, dachte ich, gab es so verschiedene Optionen. Also ich hatte auch einen Studienplatz für Architektur und mich hat eigentlich diese Freiheit so sehr gereizt, dass man irgendwie sein eigenes Ding umsetzen kann, seine eigenen Visionen ins Leben setzen kann. Und dann dachte ich, okay, ich bewerbe mich mal an der Akademie, gucke, ob das funktioniert. Habe eben während dem Zivildienst so relativ kompakt eine Mappe zusammengestellt und wurde dann in München an der Kunsthochschule aufgenommen und habe dann eben den Weg eingeschlagen. Ich glaube, Kunst hat immer eine gesellschaftliche Relevanz und Kunst ist immer politisch. Andererseits hat Kunst auch eine maximale Freiheit, was insofern auch schon ein politisches Statement ist, glaube ich. Aber generell, so frei man auch ist, man beschäftigt sich ja als Künstler mit den Dingen, die um einen passieren tagtäglich. Und was du angesprochen hast, irgendwie Klima, Kriege, Flüchtlingskrisen. Ich glaube, das sind einfach permanente, alltägliche Thematiken, mit denen man sich beschäftigt und auseinandersetzt. Und klar spielen die eine Rolle in der eigenen Arbeit und fließen damit ein.